Las Sosas hier und Palestrina da. Und dann haben sie unter dieselbe Musik mal italienische Liebesgedichte gelegt und mal lateinische Worte aus der Bibel. Und was stellten sie fest? Dass der musikalische Ausdruck derselbe bleibt, ganz gleich, ob man weltliche oder geistliche Worte singt. Für die beiden war jetzt völlig klar, dass der Klang der Musik wirksamer ist als alle Worte.